dritten Generation wird das SUV flacher und dynamischer, legt aber nicht an Länge zu. Das große Stuttgarter SUV wird noch luxuriöser und komfortabler. Bereits auf den ersten Blick fällt die neue Optik der Front ins Auge. Die neue M-Klasse erinnert so an das Luxuscoupé CL. Auch im Innenraum gibt sich die neue M-Klasse nicht mehr als bockiger Geländewagen. Wer Luxus sucht, dürfte in der leider sehr langen Preisliste nahezu alles finden, was das Herz begehrt. Auch bei den Motoren hat sich viel getan. Sämtliche werden sparsamer gegenüber dem Vorgänger. Erstmals ist ein Vierzylinder-Diesel die Einstiegsmotorisierung. Mit 204 PS ist die M-Klasse keineswegs untermotorisiert und mit einem Normverbrauch von rund 6 Litern verbraucht er rund 2,5 Liter weniger als der ähnlich starke Einstiegs-Sechszylinder des Vorgängers. Obwohl der Stuttgarter deutlich nobler als sein Vorgänger daherkommt, ist er immer noch ein echter Geländewagen. Offroad ist die neue M-Klasse jetzt noch besser aufgestellt. Eine Menge neuer elektronischer Helferlein sorgen dafür, dass selbst in schwerstem Gelände die Fahrt nicht vorzeitig enden muss.